Es ist das Topspiel in der Oberliga und damit herzlich willkommen im Stadion an der Hohen Luft. Heute zu Gast der Spitzenreiter aus Barmbek-Uhlenhorst. Diese mussten bis jetzt nur 3 Punkte abgeben, was der SC Viktoria natürlich heute ändern möchte. Diese haben allerdings eine etwas schlechtere Bilanz. In den letzten 2 Spielen konnten sie nicht punkten und stehen somit auf dem 3. Tabellenplatz. Des Weiteren fehlen eventuell der eine oder andere Spieler. Mehr dazu weiß mein Kommentator Moritz Studer. Moritz, wie sieht's aus? Wie geht die Elf von Lutz Göttling ins Rennen und gibt's vielleicht auch bei BU eine Überraschung? Tatsächlich sind es schon 5 Punkte, die BU in dieser Saison liegen gelassen hat. Und wir blicken direkt auf die Aufstellung, die Lutz Göttling ins Rennen schickt, um heute daraus 8 zu machen. Im Vergleich zur Vorwoche wechselt er auf 5 Positionen durch. Unter anderem kehren auch Marius Ebbers und Kangmin Choi zurück, die in der letzten Woche so schmerzlich vermisst wurden. Bei BU die Situation übersichtlicher, das Abwehrbollwerk und Dammann und Klausen ist an Bord und in der Spitze spielt Ivan Samborges-Chu. Vicky schon ein bisschen unter Druck, bei einer Niederlage heute wäre der Abstand zum Tabellenführer aus Barmbek-Uhlenhorst schon auf 10 Punkte angestiegen und das gilt natürlich zu verhindern. BU beginnt von links nach rechts in den weißen Trikots, Viktoria in Gelb und Blau. Es passiert wenig am Anfang, aber Patrick Ittrich, der Schiedsrichter der Begegnung, hat alles im Griff und verteilt hier zurecht die erste gelbe Karte gegen Viktoria. Die Gastgeber zeigen, dass auch die Defensive vom BU mit erst 5 Gegentoren in den bisherigen 13 Spielen durchaus anfällig ist. Grubbers langer Abschlag kommt fast so durch zu Choi und er prüft André Tholen im Tor vom BU. Andere Seite, El Nemre frei am 16er. Der Kopfball von Klausen geht dann knapp am Tor vorbei. Wir springen jetzt in die zweite Halbzeit, die soeben beginnt. Das ist Edeling, der setzt sich durch auf Außen. Das ist Choi und dann ist Thiessen da. Und der Ball zappelt im Netz. Thiessen rennt zur Bank und lässt seinem Jubel freien Lauf. Sein 2. Saisontreffer von Dennis Thiessen, der eigentliche Spielgestalter. Ja, eigentlich eher bekannt als Vorlagengeber. Auch schon umworben gewesen von Regionalliga-Clubs. BU erholte sich langsam vom Rückstand, brauchte dafür ein wenig. Prüfte hier erstmals Grubber. Und dann Ahmed gegen Ribot, der zu ungestüm ist. Und Ittrich zeigt auf den Punkt. Und das vollkommen zu Recht. Antreten wird Samborges-Chu, nicht etwa Cristiano Ronaldo, wie man von der Gangart spekulieren könnte. Samborges-Chu gegen Grubber und Grubber bleibt der Sieger. Zu schwach getreten, der Strafstoß vom Stürmer und Grubber. Ja, der strahlende Sieger in dieser Situation. Samborges-Chu, einer der auffälligsten Akteure, wenn auch nicht der Glückliche. Er versucht, die Bälle zu erarbeiten, um dann selber zum Abschluss zu kommen. Aber heute einfach zu unglücklich, wie auch hier. Der Kopfball geht nur knapp drüber. 9 Saisontore hat er ja in dieser Saison schon erzielt. Der 10. sollte hier nicht dazu kommen. Der Blick auf die Bank, hier vermuten sie möglicherweise, dass sich das rächen könnte, diese Chancen liegen zu lassen. Was macht Viktoria? Die wollen die Entscheidung mit Choi und er flankt und sieht Ebbers völlig freistehend am 2. Pfosten. Und so kennt man ihn da auch noch aus seinen Profitagen. Kopfballstark wie eh und je. Der erfahrene Ex-Profi, der mit seinen 37 Jahren den Altersschnitt von Viktoria deutlich anhebt. Perfekte Kopfballtechnik aus kurzer Distanz und keine Abwehrmöglichkeit für Tholen. BU macht natürlich auf, stellte nochmal auf 3-4-3 um. Und das kann Viktoria nutzen mit Edeling, sehr auffällig. Und dann ist Choi da. Problemlos, das 3-0, auch in der Höhe möglicherweise um ein Tor zu hoch. Wir schauen nochmal auf die Entstehung. Die Offensive im Jungen allen Ehren, dann aber der zu einfache Ballverlust.
Und Rodriguez kann umschalten über Bog. Und das ist ein sehr schön ausgespielter Konter. Womit wir hier wieder bei Edeling sind. Einer der auffälligen Akteure über seine linke Seite heute. Und das ist Choi da, der die Entscheidung erzielt. BU ungewohnt mit 3 Gegentoren. Vor dem Spiel erst 5 gekriegt. Und hier sieht man den Frust bei den Gästen. Dann ist Feierabend am Stadion Hohe Luft. Der erste Viktoria besiegt mit 3:0 Barmbek Uhlenhorst und macht die Meisterschaft in der Oberliga Hamburg um einiges wieder spannender. Nicht zuletzt wegen 2er Rückkehrer bei den Gastgebern. Dass das natürlich 2 Spieler sind, die absolut den Unterschied in dieser Liga ausmachen oder machen können, das hat man heute auch gesehen. Marius Ebbers ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, aufgrund seiner Profi-Erfahrung enorm wichtig für uns. Hat bisher viele Tore erzielt, heute auch wieder eins. Scheu auch, ist klein, beweglich, quirlig. Und in der Liga kann man einfach solch Offensivleute nicht ersetzen. Das haben wir am letzten Wochenende gemerkt. Und von daher waren wir natürlich glücklich, dass wir die beiden heute in unserer Mannschaft hatten. Und kriegen dadurch eine gute Aktion von Vicky, muss man einfach sagen, eine gute Aktion von Vicky, einfach das 2-0. Da haben wir nochmal versucht, alles ein bisschen umzukrempeln, auf 3-4-3 umgestellt und gesagt, wenn, dann können wir auch nochmal aufmachen, eine Viertelstunde oder 10 Minuten mal noch zu spielen, da können wir auf jeden Fall noch was reißen. Haben wir aber nicht. Punkt. Dann kann man auch nochmal einen dritten kriegen, dann wird man halt nochmal ausgekontert, das ist dann so, aber das Risiko sind wir eingegangen. Das dritte Tor war nicht mehr das Entscheidende. Auf die Siegerstraße brachte Viktoria der eigentliche Spielgestalter Dennis Thiessen. Ja gut, ob das 3-0 nachher wahrscheinlich im Endeffekt ein Tor, 2 Tore zu viel ausfällt, hat denke ich jeder gesehen, klar. Aber ich denke, wir haben heute verdient gewonnen, gutes Spiel gemacht, gut gestanden. Gegen BU ist es immer schwierig, weil die halt eben kompakt stehen. Und denke auch ein ganz großes Dankeschön heute an unseren Torwart. Ich meine, am Ende bin ich dafür da, dass ich die Bälle halte. Und natürlich, dass ich ihn halte, ist super. Aber Elfmeter, sagt man ja so oder so, ist immer ein bisschen Glück. Wir schauen noch einmal auf die Statistik. 12-10 Torschüsse für Viktoria. Insgesamt nur 3 gelbe Karten in einem sehr fairen Spitzenspiel. Die einzigen unschönen Szenen, die gab es nur neben dem Platz. Das war's vom Spitzenspiel. Der SC Viktoria gewinnt etwas überraschend mit 3:0, dennoch verdient und schließt somit wieder an die Tabellenspitze an.